Und damit ganz herzlich willkommen in unserer St. Marien-Andreas-Kirche in Rathenow zu einem besonderen Konzert. Wir hörten das Gesangsensemble Concino unter der Leitung von Carmen Dahlke von Christoph Willibald Klub gefüllt mit Schalle. Musikschulen öffnen Kirchen. Unser besonderes Konzert ist eine Konzertreihe, die der Brandenburgische Musikschulverband jedes Jahr im ganzen Land Brandenburg organisiert. In ihrem Rahmen erspielen Kinder, Jugendliche und erwachsene Musikschüler Spenden für die Kirchen ihrer Heimatorte. Unterstützt werden sie dabei vom Land Brandenburg und vom Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg e.V. Für uns sind diese Konzerte immer ganz was Besonderes. Lernen doch unsere Schüler hier, sich mit den Baudenkmälern ihrer Heimat und ihrer Geschichte zu identifizieren. Zudem können wir so etwas von der Förderung, die wir von der öffentlichen Hand bekommen, an die Gesellschaft zurückgeben. Wünschen wir uns also ein schönes Konzert und unsere St. Marien-Andreas-Kirche reich mit ihren Spenden gefüllte Geigenkästen. Im Jahr 1220 entstand an dieser Stelle aus einer kleinen Holzkirche die spätromanische kreuzförmige Pfeilerbasilika aus Stein nach dem Vorbild der Klosterkirche in Jericho. 4 Jahre zuvor wurde Rathenow erstmalig urkundlich erwähnt. Das kleine Örtchen hatte sich aus slawischer Besiedelung entwickelt. 1517 bis 1518 erfolgte der gotische Umbau der Kirche. Die Stadt zählt zu dieser Zeit 2500 Einwohner. 1648, nach dem Dreißigjährigen Krieg, sind es gerade mal noch 40. 1675 wird Rathenow für eine Woche von Schweden besetzt. 1703 bekommt unsere Stadt ihre erste Schule. 1714 wird die alte Jederitzer Brücke erneuert und der Marktplatz gepflastert. Ein Schelm, wer daraus irgendwelche Schlüsse auf die heutige Zeit zieht. Die Kunst befindet sich zu dieser Zeit im Zeitalter des Barock. Üppige Prachtentfaltung und Sinnesfreude prägen Architektur, Gartenbau, Malerei, Mode und natürlich die Musik. Die ersten Stücke unseres Konzertes stammen genau aus dieser Zeit. Hören Sie also Musik von Marc-Antoine Carpentier, Antonio Vivaldi, Georg Philipp Telemann, Henri Eckel und Fernando Caroli, gespielt von Mathilde Jenke, Elia Rupin, Fabian Adam, Manu Schwolo, Katharina Weichelt, Juliana Klaus und Melanie Holzke.